Ja, hallo zusammen. Wie ihr seht, bin ich wieder mal im Camp. Also ja, man sieht ja nicht viel. Aber es ist jetzt ja, 18 Uhr, stockfinster. Aber ich dachte, ich will noch ein wenig raus. Mal ein kleines Feuer machen, etwas zu Abendessen, Kaffee trinken. Einfach ein wenig die Ruhe genießen. Momentan ist es sehr kalt. Vorhin hatte ich einzelne Schneeflocken, aber ich werde jetzt mein Feuer anfachen, oder ja, mein Feuer habe ich angefacht. Und sobald dann das Feuer läuft, wird es auch ein wenig wärmer hier in meinem Zuhause. Zu essen habe ich heute nicht viel Großes dabei. Ich habe da so eine Büchse Ravioli. Ich werde die dann noch ins Feuer stellen. Und dann mal sehen, was ich noch... Ah, eine Wurst habe ich noch dabei. Ich werde auch die dann noch das Feuer halten. Ja, nicht Großes, aber einfach ein wenig genießen. Ja, wie man auch sieht, ich habe auch nicht viel dabei. Nur eine Säge, ein Messer, eine Isomatte, Kochgeschirr, etwas Verbandsmaterial, Kamerazeug, das Essen. Eigentlich nur das Nötigste. Ah, hier habe ich noch Wasser und den Kaffee. Weil viel mehr brauche ich ja nicht. Ja, wie schon letztes Mal Holzreserven aufgebraucht. Dann wird halt ein wenig noch gearbeitet. Die Büchse Ravioli. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Doch, ja, es geht. Ja, die werde ich mir jetzt direkt ins Feuer stellen, ein wenig umrühren und warte, bis sie warm ist. So. Die lassen wir jetzt hier. Man kann die vor sich hin köcheln. Ich will auch versuchen, heute das Feuer nicht allzu groß zu machen. Braucht natürlich mehr Brennmaterial. Ja, meine Ravioli kommen gut. Ich habe jetzt schon mal einmal umgerührt. Und muss sagen, das Feuer will heute nicht so richtig. Es ist halt auch sehr kalt und nass. Und wie gesagt, hat man kein Feuerholz im Trockenen. Muss halt das nasse Holz herhalten, aber ich werde es hinbringen. So, meine Ravioli, die kochen. Ich nehme jetzt mal an, die sollten gut sein. Ja, ich glaube, ich nehme sie mal. Jetzt habe ich leider meinen Topfgriff vergessen. Aber da finden wir eine andere Möglichkeit. Dann nehmen wir halt einfach den altbewährten Handschuh. Dann wollen wir jetzt mal sehen, ob es zum Essen ist. Mhm. Die sind heiß, warm, das ist super. Etwas Warmes bei diesen Temperaturen ist wirklich top. Mhm. Ja, tut gut. Ein wenig Feuerholz. Auch noch gerade eine positive Wirkung. Man kann sich ein wenig die Hände wärmen, wenn nicht alles voller Harz wäre.
wie schön eigentlich der Winter ist. Ich liebe es eigentlich im Winter auch rauszugehen. Wenn ich jetzt einen Schlafsack dabei hätte, schön in den warmen Schlafsack zu bis oben, das ist super. Aber ja, leider keine Zeit. Wir sind jetzt auch gerade vor den Festtagen. Hier, dort, hier, überall muss noch und das Wochenende verplant und hier und da. Aber schon bald sind Ferien, Weihnachtsferien, und dann werde ich auf jeden Fall eine Übernachtung machen. Am liebsten natürlich, wenn noch Schnee kommt. Das finde ich super. Das war letztes Jahr so. Hatte ich wirklich mit dem Tarp ein kleines Zelt gebaut. Am Abend war noch schön. Und am nächsten Morgen alles weiß, voller Schnee. Das war echt super. Wirklich toll. Das liebe ich. Der einzige Nachteil in der Nacht, wenn man raus muss, ja, ist das nicht so schön, aber man freut sich dann, wenn man wieder in den warmen Schlafsack kann. Ja, jetzt werde ich dann noch einen Kaffee machen, werde mir noch einen Kaffee gönnen. Dann werde ich noch ein wenig hier das Feuer begutachten oder dem Feuer zusehen, weil rausschauen kann man nicht, ist alles Zapfenduster. Das ist der Nachteil, man braucht schon um ja, fast 19 Uhr die ganze Zeit die Stirnlampe oder ja, sonst eine Lampe. Ist ein wenig traurig, aber was will man, ist halt Winter. Heute habe ich leider ein wenig Probleme mit dem Feuer. Es ist alles zu nass. Aber ich habe mir doch jetzt noch eine kleine Bratwurst draufgetan auf den Grill. Sollte eigentlich gehen. Und ich werde dann die noch essen. Dann natürlich noch einen Kaffee und es ein wenig genießen. Ja, wie ihr seht, habe ich noch den Hobo angeworfen, denn mit dem Lagerfeuer ist heute echt nicht viel zu wollen. Ich habe noch meine Bratwurst drauf, was ich natürlich schon habe. Ihr seht, es dampft. Schönes Kaffee, das gönne ich mir jetzt noch. Ja, dann werde ich sehr wahrscheinlich hier den Hobo noch runterbrennen lassen. Und dann werde ich mich wahrscheinlich auf den Rückweg machen, denn wir haben jetzt auch schon ja, etwas nach 8. Also von dem her ist nicht eine schlechte Zeit, nach Hause duschen, das Material zurückbauen, alles reinigen und dann noch zu Hause ein wenig verweilen. Auf jeden Fall, es hat gut getan, es war jetzt wieder mal Zeit ein wenig rauszugehen, weil es ist doch schön, draußen und jetzt im Winter ist halt schon eine trustere Sache mit dem, ja, jetzt im Winter ist halt schon, man braucht die ganze Zeit die Lampe, die Stehenlampe, es ist kalt, aber es braucht dann auch ein wenig Motivation, und wenn man dann draußen ist, ist das cool, muss ich sagen, ich gehe gerne raus, und ich habe vorhin gesehen, es ist ein wenig, ja, Schnee kann man nicht sagen, aber ein wenig Niesel ist drin, mal sehen, vielleicht wird morgen weiß sein, was ich zwar nicht glaube und auch nicht hoffe. Es müsste jetzt noch nicht gerade sein, nächste Woche wäre besser. Aber was wollen wir? Ja, das wäre dann... Oh, Holz. Das wäre es dann eigentlich schon gewesen. Ich kann es nur eigentlich jedem empfehlen. Wenn ihr könnt, geht raus, genießt es. Ist wirklich toll. Nur eben, wie es so ist, die Zeit. Meistens hat man keine Zeit dafür. Aber wenn man sie hat, sollte man sie nutzen. Okay, dann werde ich jetzt noch meinen Kaffee fertig trinken. Dann noch schauen, ob der nochmal kommt. Weil er hat jetzt auch gerade das Gefühl, er möchte gerne nach Hause. Das ist schon nicht mehr viel. Und noch ein wenig Glut. Aber der werden wir schon nochmal anzünden. Und dann zusammenräumen.
Zum Glück bin ich ja hier so, dass ich nicht viel mitnehmen muss und dann auch nicht mehr zusammenräumen. Aber mein Zeug kommt schon mit nach Hause. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende oder schöne Woche. Schönen Tag. Genießt's. Geht raus. Tschüss.